Hey Leute, willkommen zurück zu Skyrim! Wir sind jetzt immer noch in dieser talmorischen Botschaft. Sagt man talmorisch? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, wir haben es endlich geschafft, die Partygäste abzulenken. So weit, so gut. Hoffentlich hat uns niemand hinausschleichen sehen. Und werden jetzt mit Malborn die Einbruchsaktion durchführen. Eure Ausrüstung ist in der Speisekammer versteckt. Okay. Bleibt einfach in meiner Nähe und überlasst das Reden mir, kapiert? Folgt mir. Ja, sehr gut. Ich halte die Klappe. Wer kommt da, Malborn? Ihr wisst doch, dass ich keine fremden Gerüche in meiner Küche mag. Ein Gast. Kätzchen. Fühlt sich nicht gut. Lass die arme Seele in Ruhe. Na, Kätzchen. Brrr. Ein Gast? In der Küche? Ihr wisst, dass dies gegen die Regeln ist. Hübsche Katze. Regeln, Zavani? Wirklich? Mir war nicht bewusst, dass das Essen von Mondzucker erlaubt ist. Oh, Kätzchen mag Zucker. Vielleicht sollte ich die Botschafterin fragen. Los, raus da! Habe nichts gesehen. Okay, ich klammer deine Kräuter. Eure Ausrüstung ist in dieser Truhe. Ich werde die Tür hinter euch verschließen. Vermasselt das bloß nicht. Ja. Beeilt ja. euch. Ich muss wieder zurück, bevor jemand meine Abwesenheit bemerkt. Alles klar. Dann glaube ich mir mal mein Zeug. Was heißt, ich klaue? Ich nehme es mir einfach. So, ich würde sagen, wir kleiden uns mal wieder an. Ups, so. Und wir nehmen... Habe ich die noch in den Favoriten drin? Natürlich nicht. Nein, auf die 5. Sag ich den jetzt auf der 1? Heilung, genau. Okay. Ich muss die Tür hinter euch verschließen, sonst merkt die Patrouille womöglich, dass etwas nicht stimmt. Denn ich kann mir denken, ich darf nicht entdeckt werden. Wenn das passiert, kommt es zum Kampf und das will ich nicht. Oh, guck mal, Distelzweig. Beeilung, Winnie. Viel Glück, ihr seid jetzt auf euch allein marschieren sehen? Zu wem gehören sie? Noch mehr Leute der Abgesandten, um die Verträge durchzusetzen? Ja. Nein. Wahrscheinlich. Sie sind Hochmagier, die gerade von Alinor eingetroffen sind. Wahrscheinlich macht sich ihre Hoheit jetzt endlich wegen all dieser Drachenangriffe Sorgen. Ah, gut. Ich hatte mich schon gefragt, wie wir das hier gegen einen Drachen verteidigen sollten. Wenn tatsächlich ein Drache auftaucht, haben wir ja vielleicht Glück und er frisst die Magier zuerst. Das könnte uns genug Zeit verschaffen, um ihn zu töten. Shit. Sag bloß, ich muss da durch. Mir wäre es recht, wenn mal jemand diesen arroganten Mistkern die Meinung sagen würde. Für die sind wir doch nur ein niederes Fußvolk. Ja. Nun, wir sollten besser wieder unsere Runden drehen. Och nö. Verdammt. Bitte lass ihn jetzt nicht hier rauskommen. Okay, ich mache nochmal einen Quicksave. Sicher ist sicher. Im Notfall schlucke ich einfach einen Trank der Unsichtbarkeit. Ah, da hinten läuft er. Da ist auch noch einer. Wie gut, dass ich nicht gut schleichen kann. Ah. Ihr hättet nie Nein, das habe ich gewusst. Haben sie mich schon entdeckt. Verdammt! Verdammt, verdammt, verdammt. Habt ihr etwas gehört? Okay, ich mache das jetzt so. Ich nehme mir... wie viel habe ich denn davon? 4 Stück. Ich nehme den mit 40 Sekunden. Okay. Jetzt schnell Quick Save. Und gucken, was hier gibt. Na, da ist nur ein Lagerraum. Ne, ich gehe mal hier Ihr hoch. Ihr könnt euch vor mir nicht verstecken, was gehört? Was? Okay, die haben mich gehört. Verdammt, ich dachte schon, die haben mich gesehen. Ne, dann... mache ich das so? Lalala, ganz vorsichtig, ganz vorsichtig. Okay, hier rauf. Oh. Okay. Oh, da oben ist doch wieder jemand. Ich mach nochmal einen Quick. Yeah. Ah, nein. Ach, Manu. Ich muss schleichen, 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 schleichen. Ich hoffe mal, der Trank hält noch. Bitte, bitte, halt er noch. Bitte, bitte. Ah. Ihr könnt euch vor mir nicht verstecken. Hallo, ich bin doch unsichtbar. Was will er denn? Ha! Hab euch! Nee, hast du nicht. Hast du nicht. Hast du nicht. Wie schießt er auf mich? Hilfe! Hilfe, Hilfe! Da geht's raus. Ah. Ihr wollt mich doch verarschen. Ihr seht mich gar nicht und zaubert einfach mal rein. Ach so, was Ärgerliches hier. Der Argon, ja. Ja, jetzt hängt der Ladescreen. Okay, aber es passt. Ich bin aber nicht. Ich bin nicht sichtbar. Ich bin nicht sichtbar. Ich mach mal einen Quicksave. Scheißegal jetzt. Was soll's?
Ich mag es nicht zu schleichen. Mein anderer Charakter ist voll aufs Schleichen ausgelegt. Wo muss ich denn hin? Irgendwo da geradeaus. Da muss irgendwo die Tür sein. Das ist auf jeden Fall eine Tür. Das sehe ich an dem Symbol. Ah! Wache, wache, wache. Ich nehme den mit 30 Sekunden. Nein. Wo seid ihr? Hier drüben. Nein. Was? Wie die halt auf mich schießen, die sehen mich doch gar nicht. Ich pack's gar nicht. Ich pack's nicht. Okay, schön langsam. Da ist die Wache. Sag mal, das meine ich mit meinem anderen Char. Ich bin halt wirklich sehr, sehr gut unsichtbar. Also wenn ich jetzt hier so laufen würde, ich könnte sogar so laufen, die würden mich nicht sehen. Ich habe den wirklich voll aus Schleichen und hinterhältige Attackieren gemacht. Also, ja, was heißt gemacht? Also wenn ich jetzt schleiche und mit dem Bogen zum Beispiel schieße, mache ich dreifach Schaden, mit dem Dolch sogar 15-fach Schaden. Das heißt, ich kann, egal wie stark der Gegner ist, ihn eigentlich mit 1-2 Schlägen umfetzen mit meinen Dolchen. Das macht richtig Spaß, aber gut. Uah. Ihr könnt euch vor mir nicht verstecken. Doch, doch. Doch, doch. Das, ihr könnt euch vor mir nicht verstecken. Hier drüben. Och, ihr wollt mich doch verarschen. Seht ihr mich? Nein, seht ihr nicht. Deswegen. Ich bin nur ein Schemen. Also, gleich reicht's mir. Ich mache jetzt nochmal eins. Einlade. Dingens. Wenn es jetzt nicht geht, dann werde ich sie alle brutzeln. Ist mir egal. Dann gehe ich heute mal weg von meiner friedlichen Natur und werde sie alle killen. Was war das? Achso, die Dialoge sind immer noch ein bisschen verbockt. Kann ich da rüber? Komm schon, ich will nicht springen müssen, sonst hören sie mich wieder. Och. Wo seid ihr? Ihr könnt euch vor mir nicht verstecken. Ist klar, Junge. Ist klar. Jetzt habe ich die Schnauze voll von euch. Jetzt reicht's mir echt jetzt mal. Es reicht, Junge. Ah. Jetzt reicht's. Ne, 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 ne. Jetzt habe ich die Schnauze echt voll. So. Höchste Magika. Ne, ich wollte eigentlich die. Genau, die wollte ich. Wie schön das voll macht. So. Und jetzt, Kinders. Jetzt reicht's mir. Hier mit einem blöden Blitz zaubern. Das ist total feige. Das zieht Magika ab. Ey, jetzt. Ach, das ist ein Sturmatronarch, was der da hat. Ich dachte schon, warum macht das Vieh denn? Naja. So, wir heilen uns kurz und Quatsch. Jetzt reicht's mir, du blödes Mistvieh. Ich werde euch trennen. Jetzt sau ich dir mal alles ab. Bam. Bam. Ja, so viel wie du mir abziehst, fülle ich mir wieder auf. Das ist toll, ne? So. Ja, keine Chance. Solche Mistkerle. Guckt euch halt an. Nee, tut mir leid. Ihr habt angefangen. Ich wollte einfach nur friedlich hier reinschleichen. Aber nein. es geht nicht. Geht nicht anders. Tut mir leid. So, dann gehen wir da jetzt mal in die Botschaft. Ganz friedlich. Ganz ruhig. Nichts passiert. Aber ich brauche das Geld. Oh, oh. Da steht schon wieder eine Wache. Ach Mann, ich habe halt keine Tränke mehr. Ich bin mal hier. Ihr seid euch nicht zu sicher, Gissur. Ihr seid sehr nützlich, aber seid euch nicht zu sicher. Wir haben andere Informanten, die weniger abstoßend sind. Wolf? Aber niemand sonst hat euch so wertvolle Informationen gebracht, nicht wahr? Etienne, er hat gesprochen, wow. Nicht wahr? Er weiß, wo sich der alte Mann aufhält, den ihr sucht. Er hat es mir selbst gesagt. Den Rest eures Geldes bekommt ihr, wenn wir seine Geschichte bestätigen. Wie vereinbart. Er hat also gesprochen. Ich wusste es. Ja. Irgendwann hat er das? Zu reden. Ich habe noch zu tun. Lasst mich arbeiten, wenn ihr je den Rest eurer Bezahlung sehen wollt. Kann ich? Ich könnte euch helfen. Mit mir würde er reden. Er vertraut mir. Ihr möchtet gerne mit mir hinuntergehen? Ist es das, Gissur? Sollen wir seine Fesseln lösen und euch zusammen in eine Falle stecken? Ihr könnt ihn fragen, was ihr wollt und sehen, was okay. Er euch antwortet. Entschuldigt, wenn ich kurz ruhig bin. Ich warte draußen. Ich
möchte das gerne mitbekommen. Das wäre vermutlich am besten. Und jetzt raus mit euch. Oh, Lindelpa. Eines Tages wird es ihm so gehen wie mir. Okay. Das ist ja schön. Etienne muss etwas über die Drachen wissen. Wer sollte denn sonst etwas wissen? Der ölige Turm? Nein. Aha. Okay. Ich frage mich, was das jetzt für ein Gespräch war. Was war das? Das war gar nichts. Gar nichts. Gar nichts. Oh nein, die rennt jetzt hier hin und guckt. Nein. Hier. Du Penner. Was musst du auch hier um die Ecke kommen? Das ist dein Tod. Ist da noch jemand? Blöde Wache, verdammt. Die kann mich doch gar nicht gesehen haben. Das war ein Fitzelchen meines Kopfes, den sie gesehen haben kann. Hallo? Wo ist denn der Typ, mit dem der geredet hat? Sind die beide raus jetzt? Das wäre wünschenswert, aber... nicht sehr wahrscheinlich, oder? Ich habe nämlich nur den einen rausgehen gehört. Hallo? Ist hier noch jemand? Wenn ich kill ich ihn jetzt einfach, ist mir auch egal. Komm. Ne, alles leer. Okay. Gut. Gut, gut, gut. Was haben wir hier? Bisschen Gift, bisschen Krempel. Da ist genau dasselbe wie in dem letzten Regal, kann das sein? Ich wollte eigentlich den Korb nicht. Danke, aber... nein, danke. Nein, Papierrollen möchte ich keine. Oh, was haben wir denn da? Ich habe keine Dietriche. Ah, verdammt. Ich dachte eben, warum knackt das denn nicht? Menno, da liegen so schöne Diademe und Dolche drin. Das sind Elfendolche. Die würde ich gerne haben. Naja. Ah, guck mal, da ist die Kiste. Ich sage ja, hätte ich einen Charakter, mit dem ich besser schleichen könnte, wäre das hier alles gar kein Problem gewesen, aber... doch nicht so. Was? Dossier der Talmor, Delphin, Ulfric Sturmmantel, aktueller Stand? Bitte was? Das muss ich mir gleich mal durchlesen hier. Dossier der Talmor, Delphin. Status, aktiv, festnehmen oder töten. Hohe Priorität, Abgesandten, Genehmigungsstufe. Beschreibung, weiblich, Bretonin, Mitte 50. Was? Die ist schon so alt? Naja. Hintergrund. Delphin war während des Ersten Kriegs ein Ziel von hoher Priorität, aus operativen wie auch politischen Gründen. Sie war direkt an einigen folgeschwersten Aktionen beteiligt, die von den Klingen im Bund durchgeführt wurden. Die Klingen sind die Kaisergarde übrigens. Sie wurde identifiziert und war für die erste Säuberung vorgesehen, wurde aber unglücklicherweise nach Cyrodiil zurückgerufen, kurz bevor die Kämpfe ausbrachen. Während des Krieges entging sie drei Mordanschlägen, wobei sie in einem Fall ein ganzes Assassinenteam tötete, würde ich eher sagen. Seitdem verfügen wir nun nur über indirekte Hinweise auf ihre Aktivitäten, denn es hat sich herausgestellt, dass sie stets auf der Hut vor unseren Überwachungsmaßnahmen ist. Sie hat als äußerst gefährlich zu gelten. Es sollte nichts gegen sie unternommen werden, es sei denn, man verfügt über eine erdrückende Übermacht und hat akribische Vorbereitungen getroffen. Das ist ja eine Ein-Mann-Armee-Frau. Operative Anmerkungen. Es wird angenommen, dass sie sich in Himmelsrand immer noch aktiv, gegen uns arbeitet, obwohl wir ihren Aufenthaltsort nicht kennen. Es ist davon auszugehen, dass sie alleine agiert, da unseres Wissens keine anderen Klingen in Himmelsrand aktiv sind. Zudem hat sie in der Vergangenheit den Kontakt mit anderen flüchtigen Klingen sicherheitshalber gemieden. Unter anderem deshalb konnte sie der Eliminierung bislang entgehen. Dass sie immer noch lebt, ist ein Affront für uns alle. Ohoho, Affront. Jegliche Informationen über ihren Verbleib oder ihre Aktivitäten sollten unverzüglich an den dritten Abgesandten weitergeleitet werden. Sehr gut, Delphine, du bist eine Killerin, ich mag dich. Dossier der Talmor, Ulfric Sturmmantel, das lesen wir auch, das ist dieser Anführer der Sturmmantel, genau. Status, Aktivposten, unkooperativ, Schläfer, Abgesandten, Genehmigungsstufe, boah. Ich mag den nicht, ich weiß auch warum. Beschreibung. Jarl von Windhelm, Anführer der Sturmmantel-Rebellion, Veteran der kaiserlichen Armee. Hintergrund. Ulfric erregte zum ersten Mal während des Ersten Krieges gegen das Kaiserreich unsere Aufmerksamkeit, als er im Zuge der Kampagne um den Weißgoldturm gefangen genommen wurde. Im Vorhör erkannten wir sein Potenzial. Er war Sohn des Jarls von Windhelm und er wurde der Vernehmungsleiterin als Aktivposten zugewiesen. Sie ist heute als erste Abgesandte Elenven bekannt. Ach, die Kuh ist das. Ja, ja.
Man machte ihn glauben, dass Informationen, die wir bei seinem Verhör erhalten hatten, für die Eroberung der Kaiserstadt von größter Bedeutung waren. Dabei war die Stadt in Wirklichkeit schon gefallen, ehe er zusammenbrach. Dann ließ man ihn fliehen. Nach dem Krieg wurde der Kontakt zu ihm hergestellt und er erwies sich als wertvoller Aktivposten. Der sogenannte Markat-Vorfall war besonders nützlich, was unsere strategischen Ziele in Himmelsrand betrifft. Auch wenn es zur Folge hatte, dass Ulfric direkte Kontakte fortan generell ablehnte. Operative Anmerkungen. Die direkte Kontaktaufnahme bleibt im Bereich des Möglichen, im äußersten Notfall. Ansonsten der Aktivposten als Schläfer betrachtet werden. Solange der Bürgerkrieg andauert, ohne dass sich ein klarer Sieger abzeichnet, sollten wir uns heraushalten. Der Vorfall bei Helgen mag als Beispiel für eine Situation dienen, in der Ausnahmen gemacht werden müssen. Oh Gott. Ulfrichs Tod hätte die Wahrscheinlichkeit eines Sieges der Kaiserlichen drastisch erhöht und unsere Position im Himmelsrand im Ganzen geschwächt. Ein Sieg der Sturmmetal muss jedoch ebenfalls vermieden werden, also sollte es eine indirekte Unterstützung der Sturmmäntel mit größtem Bedacht erfolgen. Hinweis: Das zufällige Auftauchen des Drachen in Helgen wird derzeit noch überprüft. Man könnte daraus den offensichtlichen Schluss ziehen, dass jene, die hinter den Drachen stecken, auch eine Fortsetzung des Krieges... Auch an einer Fortsetzung des Krieges interessiert sind, aber wir sollten nicht automatisch davon ausgehen, dass deren Ziele mit den unseren in Einklang stehen. Oh. So, Drachenuntersuchung, aktueller Stand. Das ist jetzt aber das Letzte, Leute. Erster Abgesandte, Elenven. Wir erwarten einen Durchbruch bei unseren Bemühungen, die Partei der Macht zu enthüllen, die für das Phänomen der Drachenauferstehung verantwortlich ist. Ein Informant hat einen möglichen Hinweisgeber identifiziert, den wir in die Botschaft gebracht haben, um ihn zu verhören. Die Person ist stur, hält aber allem Anschein nach die Informationen zurück, die wir suchen. Ich habe die mittlere manuelle Abwicklung autorisiert. Ich rechne nicht damit, dass mehr nötig sein wird, es sei denn, ihr seid der Meinung, dass die Zeit drängt. Ich weiß, dass ihr es vorzieht, beim abschließenden Verhör anwesend zu sein. Ich werde euch sofort informieren, sobald die Person voll ansprechbar ist. 2 Tage sollten reichen, um alles aus ihr herauszubekommen. Solltet ihr einstweilen unsere Verhörtechnik begutachten wollen, so ist eure Fachkenntnis natürlich stets willkommen. Ich habe den Gefangenen der Einfachheit halber in der Zelle untergebracht, die der Treppen zu eurem Büro am nächsten liegt. Rulin Diel, 3. Abgeordneter. Ja, boah, endlich genug Geplapper hier. Gut, das reicht. Dann würde ich sagen, genau, ich gehe mal hier runter. Ach, wisst ihr was, ich kann ja nicht auch alles killen, ist mir egal. Das sind eh die Bösen. Von daher... Oh, okay. Ich hätte es eigentlich auch knacken können, das Schloss. Hätte mir wahrscheinlich noch ein bisschen Skill gegeben. Das machen wir jetzt so, Leute. Oh, oh. Aber... Ja klar, du triffst mich hier oben durch, ne? Naja, fast. Soldat der Talmor, keine Chance. Ach, du bist das, Rulindil. Drecksack. Oh oh. Alter, hör auf. Oh, Fatz. Du hast verdient, du Drecksack. Wenn ich sowas lese schon. Also Folter ist echt was Abartiges. Mag ich nicht, kann ich mich nicht mit anfreunden. Oh, du hast schön viel Zeug dabei, was ich später gut verkaufen kann. Oh, was, da hat ein Elfen? Dolch, ich habe 11 Ohr eben gelesen. Wäre lustig, wenn ich ihm jetzt die Ohren abschneiden würde. So, den auch noch kurz. Du hast nichts Interessantes, nö. Gut, dann werde ich doch mal den armen Kerl befreien. Oder? Was haben wir da? Schwarze Pfeilband 1, nö. Ja. Das lesen wir gleich. Ach, der arme Kerl, wo ist er denn da? Etienne. Wie schon gesagt, weiß ich nichts weiter darüber. Ja. Ich bin nicht hier, um euch zu quälen. Was? Wer? Was wollt ihr dann? Keine Zeit für Erklärungen. Lasst uns hier verschwinden. Ja, natürlich. In Ordnung. Los, hier entlang. Die Wachen beseitigen hier die Leichen. Der Weg muss irgendwo hinführen. Die Abfallgrube. Moment. Wisst ihr etwas Wichtiges? Ich hoffe es. Wenn es hilft, sie durch die Mangel zu drehen, helfe ich gerne. Sie suchen einen alten Mann namens Esbern. Es hat was mit Drachen zu tun. Das habe ich mitgehört, als sie dachten, ich wäre nicht da. Hä? Ich habe in Richtern jemanden gesehen, den sie für diesen Mann halten. Ich weiß nicht viel, noch nicht mal, wo er lebt oder wie er heißt. Aber sie schienen sehr aufgeregt. Das war alles. Jetzt lasst uns von hier verschwinden. Ja, ich würde sagen,
Oh, oh. Ich hab da was gehört. Geht schon vor, ich bin hier noch nicht fertig. Kein Problem. Danke, dass ihr mich befreit habt. Ich schulde euch was. Besucht mich in Rifton, wenn ihr es hinaus schafft. Hört zu, Spion. Ihr sitzt hier in der Falle und wir haben euren Komplizen. Oh, oh. Ergebt euch auf der Stelle oder ihr werdet beide sterben. Die haben Malborn, verdammt. Macht nichts. Schweigt, ich bin sowieso schon tot. Lasst die Finger davon. Langsam. Ihr hättet nie herkommen sollen. Okay, ich helfe noch kurz Malborn. Lasst Malborn in Ruhe. Aufhören. Bald werden alle Schlechte der Tal. Lasst ihr Malborn in Ruhe jetzt. Das erledigt. Ja, genau. Aber ich möchte noch ganz kurz den Text lesen. Entschuldigung, wenn ich das jetzt hier ein bisschen so abwürge. Dossier der Talmor, S-Bern, den suchen sie nämlich. Status, Flüchtling, nur festnehmen. Höchste Priorität, abgesandten Genehmigungsstufe. Beschreibung, männlich, Nord, Ende 70. Die sind alle so alt hier und trotzdem so fit. Hintergrund, S-Bern war vor dem ersten Krieg gegen das Kaiserreich einer der Wissenshüter der Klingen. Er war nicht im Außeneinsatz. Wir vermuten jedoch mittlerweile, dass er hinter einigen der folgeschwersten Operationen steckt, die in den Jahren vor dem Krieg von den Klingen durchgeführt wurden. Darunter der Fallenestie-Vorfall und der Ausbruch aus dem Blauflussgefängnis. Sein Fall war viele Jahre lang zu den Akten gelegt worden. Ein unverzeihlicher Fehler meines Vorgängers, der für Straf- und Umziehungsmaßnahmen nach Alinor zurückbefordert wurde. Dieser ging von der irrigen Annahme aus, dass S-Bern aufgrund seines hohen Alters und seines Mangels an Einsatzerfahrung wohl keine Gefahr darstelle. Dies sollte allen Beteiligten eine Lehre sein, dass keinen Agenten der Klingen eine niedrige Priorität zugewiesen werden sollte, aus welchem Grund auch immer. Alle müssen aufgespürt und ihrer gerechten Strafe zugeführt werden. Operative Anmerkungen. Da wir immer noch im Dunkeln tappen, was Ursache und Bedeutung der Rückkehr der Drachen angeht, habe ich der Gefangennahme S-Berns oberste Priorität eingeräumt, denn er zählt bei den Klingen bekanntermaßen zu den Experten der Drachenkunde. Leider können wir uns nicht mit ihren Kenntnissen über Drachen messen, die von ihren Akaviri-Wurzeln herrühren und in unseren weit überlegen sind. Sie weitgehend theoretischer Natur bleiben. Die Archive des Wolkenherrscher-Tempels, der als wichtigster Aufbewahrungsort für die ältesten Überlieferungen der Klingen galt, wurden wegen der Belagerung größtenteils vernichtet. Obwohl erhebliche Anstrengungen unternommen wurden, oh Gott, ich kann nicht mehr lesen, verlorenen Schriften zu rekonstruieren, sieht es ganz danach aus, als seien die meisten Aufzeichnungen zum Thema Drachen schon vor unserem Angriff entfernt oder zerstört worden. Folglich ist S-Bern nach wie vor unsere beste Möglichkeit, in Erfahrung zu bringen, wie und weshalb die Drachen zurückgekehrt sind. Es ist nicht auszuschließen, dass die Klingen selbst etwas mit der Rückkehr der Drachen zu tun haben. Naja, ich weiß ja nicht. Also in Oblivion, dieser Wolkenherrscher-Tempel war der, an den wir Martin gebracht haben damals. Wenn ihr euch vielleicht erinnert, wenn ihr das gespielt habt, naja. Wir haben jüngst konkrete Hinweise darauf erhalten, dass S-Bern immer noch am Leben ist und sich irgendwo in Rifton verbirgt. Ein möglicher Augenzeuge wird gerade verhört. Wir müssen vorsichtig vorgehen, damit S-Bern nicht merkt, in welcher Gefahr er schwebt. Falls er sich tatsächlich in Rifton aufhält, müssen wir ihm keine Gelegenheit zur Flucht geben. Oder dürfen, eher gesagt. Naja. Gut, Malborn. Die Talmor werden mich nun für den Rest meines Lebens jagen. Ich hoffe, die Sache war es wert. Ach ja, mich sollen sie ruhig jagen. Ich habe da keine Angst vor. So, was hast du denn? Gar nichts gescheit. Wo ist denn der andere hingeflogen? Also egal, komm. Malborn. Ich hätte wissen müssen, dass das Böse enden wird. Ich kann nicht glauben, dass ich mich von Delphin dazu habe überreden lassen. Jetzt heul halt rum, Mensch. Komm mit. Kommt er? Ja, er kommt. Hä? Achso, den habe ich ja gekillt. Ich dachte, ah, das bist du ja, okay. So, aufgeschlossen. Fingermoos. Ah, lecker, lecker. Das kann ich gut gebrauchen. Ich glaube, das war für Unsichtbarkeitstränke. Bin mir nicht ganz sicher. Oh, lass mich vor. Lass mich vor. Jemand muss etwas unternehmen. Was ist das für ein Vieh? Oh, ein Troll. Eistroll. Ah. Was macht der denn? Habt ihr das eben gesehen, wie er da langgelaufen ist? Nee, okay, da läuft er. Ich dachte schon, ich hoffe, ich habe dich jetzt nicht gekillt. Das wäre ärgerlich. Oh, was haben wir denn da? Ist irgendwas Totes. Aha. Oh, und da? Zeitstrahlserie Band 1. Von den Zeitalter der Menschheit. Nehmen wir mit. Man weiß ja nie. Nehmen wir auch mit. Habe ich schon durchsucht.
Schön. Hier haben sie wohl die ganzen Leichen hingeschmissen und der Eistroll hat sich daran gelabt. Das ist fein. So macht man Abfallbeseitigung. Okay, da geht's ja raus. Sehr gut. Ja, ja. Okay, Etienne, kommst du klar? Ihr habt mir einfach so geholfen. Also, danke. Ja, kein Ding. Gut, dann würde ich sagen, wir müssen zurück zu Delphin. Kann das sein? Kann das sein? Nee, wo müssen wir hin? Wieder zurück nach Flussheim? Flusswald. Okay. Gehen wir doch. Ich bin mal gespannt, ob Malborn sich jetzt irgendwo verkrümelt. Ich meine, eigentlich ist es doch kein Problem. Der könnte sich eine andere Frisur machen und den Namen ändern. Dann wird ihn wahrscheinlich nie wieder so schnell jemand erkennen. Naja, keine Ahnung. So. Ich bin vergeben. Also kommt nicht auf falsche Gedanken. Alter, den Spruch kratzt mir jedes Mal an den Kopf, ne? Als wenn ich was von dir wollte. Gehen wir in den schlafenden Riesen und sehen mal, was Delphin uns zu sagen hat. Vor allem hätte ich gerne mein Zeug zurück. Das ist oberste Priorität zurzeit. So. Malborn ist bestimmt schon da, wie ich ihn kenne. Nö. Okay. Ich dachte, er wäre schon da. Zumindest habt ihr es lebend wieder hinausgeschafft. Eure Sachen befinden sich wohlbehalten in meinem Zimmer, wie versprochen. Das ist schön. Habt ihr etwas Nützliches erfahren? Ich weiß nicht, die Talmorn wissen nichts über die Drachen. Wirklich? Das ist schwer zu glauben. Seid ihr sicher? Ja, ich bin mir sicher. Sie suchen jemanden namens Esbern. Esbern? Er lebt! Ich dachte, die Talmor hätten ihn vor Jahren schon erwischt. Dieser verrückte alte Kerl. Aber es wundert mich nicht, dass die Talmor ihm auf den Fersen sind, wenn sie herauszufinden versuchen, was mit den Drachen los ist. Ja, was wollen die Talmor von Esbern? Ihr meint davon abgesehen, dass sie jede Klinge töten wollen, die sie in die Finger bekommen können. Esbern war einer der Archivare der Klingen, bevor die Talmor uns im Großen Krieg ausradiert haben. Er wusste alles über die alten Drachengeschichten der Klingen. Er war geradezu besessen davon. Damals wollte niemand etwas davon hören. Er war wohl doch nicht so verrückt, wie wir alle dachten. Ja, die Talmor glauben also, dass die Klingen von den Drachen wissen. Welche Ironie, nicht wahr? Die eingeschworenen Feinde glauben, dass jedes nur erdenkliche Unheil ein Schachzug der Gegenseite ist. Dennoch müssen wir Esbern vor ihnen finden. Wenn jemand weiß, wie man Drachen aufhalten kann, dann er. Oder ich. Einfach wissen umhauen. Sie, wo er ist? Ja, sie scheinen alle in Riften zu vermuten. Rifton also. Sicher unten am Rattenweg. Dorthin würde ich jedenfalls gehen. Ihr macht euch besser auf nach Rifton. Erkundigt euch in der Gegend rund um die zersplitterte Flasche am Rattenweg. Das ist zumindest ein guter Ausgangspunkt. Ja, die Liebesgilde. Ach, und wenn ihr Esbern findet, wenn ihr mich schon für paranoid haltet, es ist womöglich nicht ganz leicht, sein Vertrauen zu gewinnen. Fragt ihn einfach, wo er am 30. Eisherbst war. Er wird wissen, was das bedeutet. So, so. Oh, diplomatische Immunität. Achievement freigeschaltet, wenn ihr das hier unten seht. Ich weiß nicht, wie es mit Bildausschnitt ist. Ja, warum ist so... Nee, okay. Das frage ich jetzt nicht mehr. Ja. Gut, das heißt, ich muss wohl doch mit den Dieben wieder anbandeln. Ah, ja, ja. Ich will's ja nicht tun, weil die sind mir alle ein bisschen unangenehm. Naja, gut. Ich habe immer noch das Fadenkreuz an übrigens. Das habe ich vorhin ja schon mal gesagt, dass es deswegen ist, weil ich ja mit meinem... Na? Weil ich mit meinem Zweitcharakter mit Bogen spiele. Naja. Wie gesagt, hier brauche ich's nicht, weil ich baller eh die ganzen Zauber einfach so raus. Gut. Dann würde ich sagen, nächste Station Rifton. Ah, aber erstmal gehe ich nochmal nach Weißlauf. Und werde noch ein bisschen, ja, meine Händler ablaufen, wie immer. Aber ich wollte noch irgendwas Bestimmtes dort machen. Ich weiß jetzt nicht was. Vielleicht fällt es mir ja später wieder ein. Nun gut, dann werde ich diesen Part jetzt schon mal ein bisschen früher beenden. Das ist ja nicht mehr viel, noch ein Minütchen, aber das macht ja nichts. Gut, und ich sage schon mal bis zum nächsten Mal mit Skyrim.